Moin, herzlich willkommen hier zurück zur Sonntagnachmittagsausgabe. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map. Hier in der Version ...2.1 ohne Gräben. Wir sind dabei, hier unsere Ernteflotte zusammenzustellen für die große Ernte auf Feld 4. Feld 4. Feld 45. Am Weizen. Ja, und keine Angst, ich mache keine Strohablage an. Wobei das sicherlich noch interessant wäre, zu sehen, wie viel Stroh dabei rauskommt. Aber nee, das tue ich uns nicht an. Das tue ich uns nicht an. Noch mehr Ballen sammeln. Nee. Nicht auf Feld 45, das muss nicht sein. Wir sind hier soweit durch. Die Felder sind leider noch nicht komplett erntereif. Daher kümmern wir uns jetzt erstmal um die Schweine. Die Schweine was zu futtern kriegen. Lilly ist wieder irgendwie am Saubermachen. Das soll sie ja auch. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Nur steht sie halt manchmal dann im Weg rum. So. Was macht das mit den Schweinen? Es füllt sich alles etwas. Ja. Da kann ich aber noch. Da war noch Luft nach oben sozusagen. Da muss noch fleißig produziert werden. Ich weiß nicht, ob ich da noch was drin habe. Nö. Doch. Ne, ist nichts drin. Ja. Dann muss hier noch fleißig nachgelegt werden. So, was brauche ich denn da drin? Ich mach das ja so selten. Sonnenblumen, Soja ist da, Erdfrüchte, Einhorn und Getreide. Ja, kann ich mich drum kümmern. Ja, ich glaube, der geht nicht mehr ganz voll. Aber, naja, 94%. Besser als nix, ne? Ja, Lilly, jetzt kannst du warten. Jetzt sind wir zuerst. Und es läuft weiter nach oben, was ja schon schön ist. Wie viele Schweine habe ich denn inzwischen? 620 Schweine. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ach, Lilly.
auch mal ein paar Schweine wegfahren. Zum Schlachter. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Erstmal kümmern wir uns jetzt darum, dass da Erdfrüchte hinkommen, wenn ich denn noch welche im Hofsilo habe. Erstmal voll machen. Dann schauen wir mal weiter. Wie lang sind immer diese Wachstumsphasen? Oder Erntereifphasen? Zeit auch nicht noch schneller vorlaufen lassen. Ich bin jetzt schon bei fünffach. Ich muss ja auch noch mal eben so ein bisschen nebenbei was anderes machen. Wie jetzt hier zum Beispiel mal mich um die Futterproduktion kümmern. Das ist aber ganz schön am Abkacken. Verständlicherweise. Kann es sein, dass hier 100.000 von jedem reinpassen? Da wollte ich drauf. 74%, ja, 75%, also passen da 100.000 von jedem rein. Dann versuchen wir das doch mal. Getreide haben wir nicht mehr, aber zumindest kann ich da noch Raps oder sowas reinhauen. Und dann soll das wohl gehen. Das könnte schon zu viel gewesen sein. Wir werden sehen.
Hydro. Schön. Jetzt wollen wir gucken, ob wir nicht doch noch irgendwas an Getreide da drin liegen haben. Aber ich denke mal nicht. Shit. Kein Getreide, okay. Dann nehmen wir erstmal, holen wir mal Raps. Getreide haben wir bald im Überfluss. So viel können wir hier gar nicht, wahrscheinlich gar nicht lagern. Die 1 Million werden wir, glaube ich, locker überschreiten. Vielleicht sollten wir, bevor wir die große Ernte anfangen, erst nochmal eben alle Produktionen leer machen, sozusagen. Weil wir uns dann da lange nicht drum kümmern können. So. Einmal voll. Das war ja auch das, wo ich nicht so viel von brauche. Naja, egal. Den Rest können wir ja wieder ins Silo kippen. Das ist ja nicht das Problem. So. Entschuldigung, falsche Taste gekommen. Unangenehm, aber nicht zu ändern jetzt. Das bringen wir noch mal eben schnell wieder ins Hofsilo. Und dann war es das auch für heute und auch für diese Aufnahmesession. Kann ich natürlich auch eine Statistik fälschen, ne? Indem ich hier immer wieder im Kreis fahre. So, den Anhänger noch eben zurückbringen. Also ein bisschen aufräumen sozusagen. Ja, da ist die Zeit auch vorbei, ihr habt's gehört. Wenn es euch gefallen hat bisher, dann hinterlasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Schreibt mir auch mal, was ihr davon haltet, ob ich noch ein neues Projekt jetzt im LS17 anfangen sollte. Irgendwie eine kleine Map, kleine Maschinen, kleine Felder.
Und ja, Videofrequenz nicht ganz so häufig wie das hier, sondern irgendwie so irgendwo zwischen 3 und 5 Videos pro Woche. Und ja, und wenn ihr meint, ich soll das machen, dann schreibt doch mal bei, welche Map ihr denn meint, das sein könnte, sollte, welche ihr gerne sehen würdet von mir. Und ja, mal gucken. Weil es hat ja jetzt auch, der Fed Action hat ja jetzt auch diese Match-Map vorgestellt, wo im Prinzip beide, 2 Teams gegeneinander spielen und beide identische Startmöglichkeiten haben. Was ich mir so mal sagen wollte, ich weiß ja nicht, ob diese, ob das hier alles wirklich maßstäblich ist, aber also ich fand früher den MB-Truck fand ich schon immer echt groß. Wenn ich mir jetzt aber hier den Fendt daneben angucke, dann ist der MB-Truck doch eher süß. Naja, wie dem auch sei, wir sind erstmal raus und schaltet morgen wieder ein. In diesem Sinne sage ich mal ciao.